Tag, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst. Hier im Kunsthaus Schöne am 1. März in Andernach eine tolle Ausstellung des längst verstorbenen Künstlers aus Belgien, Daron Dasprémont. Die Ausstellung war gestern 15 Uhr und heute 16 Uhr. Und jetzt im Nachgang noch ein paar Worte zum Bildwerk. Wir sehen selbstbewusste, provokante Gestalten, eine Reihe Tiersymbole, Pferd, Vögel, Katzen, intensive Farben und Blumen. Die Bildsprache ist vielseitig und obwohl kein direkter Zusammenhang zwischen den einzelnen Bildgegenständen vorliegt, eint sie doch alle eine emotionale Form. Dasprémont nutzt die Gewichtung auf das plakative Kolorit und die starken Farbkontraste für eine geballte Lebenskraft. Konzentrieren wir uns auf die Frauenbilder. Dasprémont scheint mit dem Chauvinismus sympathisiert zu haben. Die Kompositionen sind flächig, seine Frauen zumeist deformiert, ohne Anmut, vielmehr plump wie Tiere. Dasprémont präsentiert grobe Leiber in seiner malerischen Potenz und deutet voyeuristisch ihre primären Geschlechtsmerkmale. Die Vögel symbolisieren Lebensfreude, das Pferd Kraft. Wir sehen leidenschaftliche Farben und verschobene Gesichter und Körper, die sich nicht in den Bildraum einfügen, sondern die den Raum bilden. Starr und maskenhaft aber sind die Frauengestalten. Die Hände viel zu groß, die Körperteile bizarr zusammengesetzt, die Brüste verrutscht. Die eine wirkt wie eine Bestie, vorne rechts, die andere wie eine vulgäre Naturgöttin. Einmal ein erschrockenes Kind zwischen zwei mächtigen Gestalten, schwindelerregend im Farbdrama. Es zeigt sich auch eine Ambivalenz. Dasprémont scheint wütend auf Frauen zu sein. In einem Bild die Katze als Anspielung auf weibliche List und Gewalt. Andererseits geht er großzügig mit ihnen um in der Liebe zum Detail. Er nutzt verspielte Accessoires in Rot, Gelb und Blau, begrenzt mit schwarzen Konturen. Dasprémont scheint fundamental am Drama des weiblichen Geschlechts zu arbeiten, fokussiert sich auf obszön vergrößerte Formen, auf expansive Farbblöcke und clownartige Finger, eine merkwürdige Kombination von Schönheit und Hässlichkeit. Der weibliche Akt ist ohnehin eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Die Verschiebungen ihrer Körper- und Gesichtsteile, in denen die Frau zerfällt, erhöht sie einerseits als Naturmutter, verspottet sie andererseits als Objekt oder Muttertier, verflucht sie als Hexe mit Fratzengesicht und teuflischen Zähnen oder unterwirft sie als naive Nymphe. Die Stilmittel des Kubismus können zu einer tiefen Ausdrucksstärke führen. Diese Trennungen und Verschiebungen der Körperteile eröffnen immer wieder neue Dimensionen. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Rundgang.